zeige ich euch, wie ihr ein realistisch aussehendes Stück Gras erzeugen könnt mit Cinema 4D. Ihr könnt also sehen, viele Grashalme, die Erde ist uneben, es sind auch Schattierungen dabei. Und wie ihr das macht, erkläre ich euch jetzt. Wir starten ein neues Projekt und erzeugen uns als allererstes einen Würfel. Und diesen Würfel teilen wir auf in mehrere Segmente, und zwar 50 mal 50 mal 50. Und wir ändern dessen Größe, das wird dann letzten Endes unser Boden. Also macht es eventuell nicht zu groß für den Anfang, damit es dann keine Probleme gibt mit dem Rendern. Ja? Also umso größer er wird und umso mehr Gras eben erzeugt werden wird, umso länger dauert es dann dementsprechend auch. So, wir haben nun unseren Boden und wir erzeugen mit Doppelklick auf die Materialienfläche eben ein neues Material und gehen auf Farbe und wählen bei Textur das kleine Dreieck aus und gehen auf Farbverlauf. Ja? Und wenn wir diesen dann anklicken, haben wir nochmal Einstellungen dazu. Wir stellen den Typ von 2DU auf 2DV. Das ist also bloß, dass die Richtung sich dabei geändert hat. Es sollten insgesamt 3 Farben da sein. Die links äußere Farbe stellen wir auf ein dunkles Braun, genauso wie auch die rechte äußere Farbe auf ein dunkles Braun gestellt wird. Und die mittlere Farbe wird dann letzten Endes auf ein etwas helleres Braun gesetzt. So, jetzt haben wir nun eben einen Farbverlauf von dunkelbraun zu hellbraun zu wieder dunkelbraun und wir stellen die Turbulenzen einmal auf 100%, sodass sich dann eben hier die Erdstruktur abbildet, die wir letzten Endes ja auch erzeugen wollen. Das war's dann auch schon. Wir schließen das alles und ziehen das Material auf den Boden drauf. Rendern das mal ganz kurz und können halt sehen, okay, wir haben einen relativ erdähnlichen Untergrund erstellt. Was wir jetzt machen, ist mit gedrückter C-Taste auf den Würfel eben zu klicken. Dadurch ändert sich eben das Symbol zu einem kleinen Dreieck. Das heißt, wir können ihn jetzt eben manipulieren, deformieren und wir gehen auf Struktur, wählen uns den Magneten aus. Und können uns jetzt eben der Deformierung des Bodens zuwenden. Das soll dann eben einfach nur dafür da sein, dass der Boden relativ realistisch aussieht und nicht eben ist. Das ist ein bisschen wie bei den alten SimCity-Teilen. Also nicht allzu schwer. Macht es so, wie es euch gefällt. Ja, das reicht mir nun letzten Endes alles. Ich wechsle in eine andere Ansicht hier, dass mir alle 4 Einstellungen angezeigt werden. Gehe auf Werkzeuge, wähle Polygone aus. Somit werden mir die Polygone des gesamten Würfels angezeigt. Wenn ich jetzt auf Selektion, Rechteck-Selektion gehe, kann ich nun eben alle Polygone auswählen. Ja, wenn wir das gemacht haben, gehen wir nun auf Hair und fügen ein Fell hinzu und ihr seht, es ist schon automatisch nun eben darauf, können die Perspektive wieder ändern, mit F1 kommen wir ja zurück eben zu dieser Ansicht und wenn wir es jetzt rendern, sieht es schon ähnlich dem aus, was wir haben wollen, aber immer noch nicht perfekt. Was wir dazu machen ist, wir wählen das Fell aus und stellen die Anzahl wesentlich höher mal auf 30.000. Also umso höher hier es natürlich dann ist, umso mehr Haare bzw. Grashelme gibt es und dementsprechend dauert es dann auch länger beim Rendern. Also ich nehme eine etwas kleinere Zahl, damit es dann auch schneller geht. Und wir stellen den Zufall auch mal auf etwa 6%, damit sich die Haare eben auch etwas zufällig anordnen. Zusätzlich starten wir noch ein neues Material. Auch hier kein neues Material, das war jetzt falsch. Wir wählen natürlich das Fell direkt aus und nehmen zum einen eine dunkelgrüne Farbe und weiterhin noch eine hellgrüne Farbe. Somit haben sich jetzt auch natürlich gleich das Gras eben verändert. Und wenn wir jetzt auf Rendern drücken,
seht ihr eben, wir haben den Boden erzeugt, der deformiert ist, und darauf befindet sich nun auch letztendlich das Gras, das schon sehr realistisch aussieht. Jetzt könnt ihr eben, ich versuche es doch einmal, die Anzahl auch deutlich erhöhen. Ich nehme mal 50.000, rendere das, ein klein wenig länger dauert das, und es ist nun eben alles wesentlich dichter. Ja, ihr könnt das auch aus den verschiedensten Perspektiven dann sehen. Es ist realistisches Gras und es ist doch relativ schnell erzeugt. Ja, das war es dann auch soweit von mir schon. Und ich würde mich über Kommentare oder Likes eben sehr freuen. Also hinterlasst mir irgendetwas.